Auch in dieser Woche dreht sich im Parlament wieder alles um den grünen Pass. Warum er aber ein äußerst gefährliches Werkzeug ist und rein gar nichts mit Freiheit zu tun hat, besprechen wir heute mit unserem freiheitlichen Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak. Lieber Gerhard, auch diese Woche tritt der Nationalrat wieder mal zu einer Sondersitzung zusammen. Warum ist das schon wieder notwendig? Das ist ganz einfach, weil die Bundesregierung es wieder einmal verabsäumt hat, rechtzeitig eine gesetzliche Regelung auf den Weg zu bringen, mit dem sie ihre Vorhaben logistisch korrekt umsetzen kann. Ich habe Ihnen für den Juni mehrere Termine für Gesundheitsausschüsse angeboten. Stattdessen wird nun wieder ein überarbeiteter Gesetzesvorschlag heute zur Abstimmung gebracht, der weder vom Gesundheitsausschuss behandelt wurde, noch in dieser letzt vorliegenden Form einer Begutachtung unterzogen wurde. Die Regierung lernt also nichts dazu. Die 3Gs bestimmen jetzt dann unser Leben. Getestet, geimpft oder genesen. Wer keines der 3Gs aufweisen kann, wird vom gesellschaftlichen Leben de facto ausgeschlossen. Jeder gilt ab jetzt dann sozusagen als gesundheitliches Risiko und muss dauernd beweisen, dass er ungefährlich ist. Braucht es das alles wirklich? Nein, also aus meiner Sicht absolut nicht. Und es ist auch genau diese Umkehrung der grundsätzlichen Intention des Epidemiegesetzes, die ich so problematisch erachte. Das Epidemiegesetz schreibt ihm vor, dass Kranke oder Krankheitsverdächtige von behördlichen Maßnahmen getroffen werden dürfen. Und das, was jetzt stattfindet, ist eine absolute Umkehr dieser Beweispflicht. Nun ist jeder Bürger, auch der, der gesund ist, auch der genesen ist, verpflichtet, einen Nachweis zu erbringen, dass er auch tatsächlich ein geringes epidemiologisches Risiko darstellt. Und das ist natürlich ganz klar diskriminierend. Sowohl auf europäischer, aber auch auf nationaler Ebene wird derzeit ein enormer Aufwand betrieben, um den grünen Pass jetzt ins Leben rufen zu können. Aber wie lange wird uns der grüne Pass jetzt begleiten? Ist er wirklich bald wieder weg oder begleitet er uns vielleicht sogar ein Leben lang? Also ich würde sagen, die Notwendigkeit für den grünen Pass, nämlich für eine innereuropäische Reisefreiheit, eine Sicherheit für Touristen innerhalb von Europas, ist in wenigen Wochen gar nicht mehr gegeben. Denn durch die niedrigen Fallzahlen, die international mittlerweile zu sehen sind und durch das starke Absinken der Fallzahlen jetzt in den Sommermonaten, in den kommenden, wird man diesen grünen Pass gar nicht mehr benötigen. Das, was es sehr wohl bräuchte, wäre ein klares Konzept, wie im Herbst mit der voraussichtlich nächsten Infektionswelle umgegangen wird. Und da hat man aus der Vergangenheit offenbar noch immer nicht genügend gelernt. Anstatt das Gesundheitssystem ausreichend auf die zu erwartenden Erkrankungsfälle vorzubereiten und rudimentäre, aber wesentliche Hygienemaßnahmen fest in den Köpfen der Menschen zu verankern, kommt man mit weiteren Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte. Und ich befürchte, dass entgegen aller Ankündigungen der Bundesregierungen diese Datensammlung und diese Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte durch den grünen Pass, dieser Generalverdacht gegen die gesamte Bevölkerung aufrechterhalten wird und auch bis in den nächsten Sommer gezogen wird. Das aktuelle Gültigkeitsdatum der anstehenden gesetzlichen Verordnung mit Sommer 2022 zeigt, dass es genau in diese Richtung geht. Schon jetzt deutet alles darauf hin, dass das Angebot der kostenlosen Testungen schon sehr bald sehr eingeschränkt wird und auch genesen ist kein Dauerzustand, denn er gilt bis dato nur wenige Monate. Wie schätzt du die Situation ein? Wird bald nur noch 1G übrig bleiben der 3Gs, nämlich geimpft, und schlittern wir so in eine Zwangsimpfung? Nun, aus den bestehenden Verordnungen ergibt sich ganz klar ein indirekter Impfzwang. Denn geimpfte Personen werden vollkommen ungerechtfertigterweise gegenüber von Genesenen zum Beispiel oder auch gegenüber von aktuell Getesteten benachteiligt, was die Gültigkeitsdauer ihrer rückerlangten Rechte anbelangt. Wissenschaftlich gesehen halte ich es für nicht vertretbar, dass einmal Geimpfte bereits 3 Monate von allen Einschränkungen befreit werden. Mir persönlich wäre es natürlich am liebsten, wenn es gar keine weiteren Einschränkungen in der Form geben würde. Aber wenn man schon einen objektiven Nachweis sucht, dann wäre ein entsprechend positiver Antikörperstatus ein wissenschaftliches Kriterium, was auch halten würde. Denn ob eine Impfung nun tatsächlich einen Schutz bewirkt oder nicht, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und nur die Tatsache, dass eine Impfung verabreicht wurde, garantiert noch nicht, dass die Person auch tatsächlich geschützt wird. Also kann man sagen, dass hier die Menschen auch in falsche Sicherheit gewogen werden und dass man hier auch bewusst entgegen den medizinischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten hier ein erhöhtes Risiko für Menschen in Kauf nimmt, das gar nicht notwendig wäre. Herzlichen Dank für das Interview und einen erfolgreichen Plenartag.